Na, Philipp. Hochsommer und Stausee. Da spricht man oft beim Zanderangeln von der sauren Gurkenzeit, dass die auf Gummi nicht so gut beißen am Grund wie zum Beispiel im Herbst. Aber die fressen nicht im Herbst mehr als im Sommer, eher im Gegenteil beim Zander. Die fressen im Sommer richtig viel. Nur wann machen sie es? Nachts. Ja. Durch die Sprungschichten sind die auch nicht mehr unbedingt am Grund, unten im knalligen Hochsommer. Und deswegen schieben wir heute eine Nachtschicht und angeln auf aktive Zander, die ja nachts aktiv werden, auch mit einer aktiven Technik. Und dazu haben wir das Boot jetzt reingelassen, vorhin schon, erst noch einen Kaffee getrunken, alles vorbereitet. Und ich fahre jetzt mit Philipp hier raus. Und dann fischen wir mit Wobbler auf Zander im Flachen am Ufer. Ich würde sagen, du nimmst den, der die meisten Bissspuren hat. Mit dem trüben Wasser kann man ruhig mal einen Reaktor nehmen, was Helleres. Warum hat der so viele Bissspuren? Irgendwie hat er ganz schön oft auf die Mütze bekommen. Wir hoffen, dass es heute auch klappt. So, da geht die Nachtschicht los. Was nehmen wir für? So, ist so eine Frage mit der Farbe, ne? Eigentlich spielt nicht so die Rolle, ne? Ich nehme mal den. Trotzdem, bei dem trüben Wasser nehme ich trotzdem gerne mal was Helleres. Okay, dann nimmst du was Knalliges und ich nehme hier den. Dunkler Bauch, heller Rücken, schön enttarnt. Das ist gut. Ja, wir haben zwar hier einen Verbrenner dran, den dürfen wir aber ab 20 Uhr nicht fahren. Stauseeordnung. Ja, deswegen haben wir halt 24 Volt Bugmotor. Da bringt uns auch zum Spot. Aber noch sind die Zander nicht aktiv. Wir stehen ja eigentlich auf knüppelharte Routen. Ne? Auf schnelle Routen beim Spinnfischen. Wir haben ja beim Gummifischangeln auf den Absinkbiss angeln. Aber hier ist das alles ganz anders. Hier kommt er ja auf Zug. Also der Fisch steigt auf Zug ein, wie die Bachforelle auf dem Spinner. Und da braucht man eine Route, die die Bissenergie gut aufnimmt und krumm geht. Sonst kriegen wir zu viele Aussteiger oder Fehlbisse. Ne? So, noch gar nichts gegessen. Ey, von Berlin heute hergeballert, ne? Nur um hier Nachtschicht zu schieben. Wir sind auch total irre, Alter. Das kannst du mal überlegen. Musst du dir mal überlegen. Fahr über die Elbe drüber, wo ich auch hätte fangen können, weißt du, oder angeln können. Nee, es muss hier sein. Außer weil ich mit dem Eierkorb angeln will. Weißt du? Das ist einfach geil. Dann habe ich hier. Hast du mir wenigstens was mitgebracht? Ja, pass auf. Ein süßer Klebereis in einem Bananenblatt aus dem Berliner Thai Park. Was ist das denn? Ja, das ist krank. Das hast du, so einen Kack hast du nur, wenn du in Berlin wohnst. Und Hummus. Ich bin eigentlich Fleischesser, ne? Muss ich dazu sagen. Ja, ich eigentlich auch. Und Fisch und so. Aber der Hunger treibt's rein, der Ekel runter und der Geiz behält's drin. Und das kann man essen? Ja. Und wie? Na, auswickeln. Sagen wir einen Trick. Nee, das Blatt isst du ja nicht mit. Ach, das esse ich nicht mit? Nee. Okay. Richtig exotisch. So, bei dieser Wobbelangelei am Ufer brauchen wir auch keinen Echolot. Im letzten Film haben wir ja mit dem Echolot geangelt. Und heute brauchen wir gar keins. Krass, wa? Geht auch ohne. Was wir uns gerade gefragt haben, wir haben die Dämmerung, eigentlich die gute Beißzeit an vielen Gewässern ist, einfach genommen, um rauszufahren und stehen jetzt hier schon, haben gegessen, haben uns ein bisschen sortiert und haben noch keinen einzigen Wurf gemacht und sind schon über eine Stunde auf dem Wasser. Und warten immer noch?
weil die heiße Phase immer noch nicht da ist. Ja. Also wir konzentrieren uns wirklich genau auf einen Punkt und wissen, was wir heute machen wollen, was wir auch zeigen wollen. Ja, wie viele hätten wir jetzt mit, Jungs, ne, auch Bekannte von uns, Kumpels, die hätten hier schon jetzt geworfen und gemacht und mal probiert und das. Ne, wir probieren halt nicht rum, wir wissen, was wir machen wollen und genau das ziehen wir durch. Und deswegen sitzen wir hier im Sommer in dem letzten, jetzt ist die Dämmerung fast zu Ende, das letzte Büchsenlicht ist gerade weg und angeln nicht. Wir stehen auf einem geilen Gewässer und angeln nicht. Das ist krass, ne? Ja, das ist schon krass, ne? Irgendwie witzig. Aber halt auch mega effektiv, wenn man weiß, was man zu tun hat, ne? Wie es Ja, läuft. wir konzentrieren uns nachher wirklich dann nur auf die eine Sache und die zerrt auch viel Konzentration, weil das im Dunkeln das Spinnfischen nochmal eine ganz andere Intensivität hat, ne? Na, wir angeln sehr ufernah, im flachen Wasser und auch sehr dicht. Und haben dann so einen richtigen Spot, in dem Sinne haben wir da auch nicht. Wir stellen uns mal dahin, angeln eine Weile ab, dann versetzen wir das Boot wieder um 3 Wurfweiden und angeln das dann wieder ein bisschen ab und hoffen dann eben, dass eins zum anderen kommt, nämlich ein Trupp jagender Zander, die halt dicht am Ufer langziehen oder halt im Flachwasser langziehen und auf Beute aus sind, auf unsere Wobbler treffen. So sieht's aus. Wir haben jetzt eine richtig gute Zeit dafür, auf jeden Fall. Der ganze Kleinfisch ist am Ufer und die Zander, die kommen da auch nachts richtig flach ran und drücken auch die Beutefische richtig ans Ufer ran. Man kann die teilweise jagen sehen, ne? Wie die Kleinfische da ans Ufer drücken und wie das schmatzt vor allem manchmal, ne? Die Zander, wenn die so ein Fischchen dann ansaugen, dann hört man das. Und nachts, wenn es besonders ruhig ist, dann ist das schon ein ganz schönes Schmatzerchen, was so ein Zander da loslässt, ne? Ja, vor Beim allen Dingen, Ansaugen. wie nah die da, also wie flach die da kommen am Tag Ja. so, oh, ich mag das Licht nicht und ich stehe ja auf der Kante und ich mag heute nicht beißen und so. Ne? Und dann nachts so richtig schön hier, ne? Naja. Und wie oft haben wir es gehabt, dass wir tagsüber beim Gummifischangeln nicht einen Zander gefangen haben, weil sie zickig waren Im Sommer vor allen Dingen auch, und ja. haben dann gewartet oder haben dann in die Dämmerung reingefischt und bis es dunkel war, ein Gummifisch, kein Biss. Und als es dunkel war, auf den Wobbler gewechselt und dann einen Fisch nach dem anderen gefangen, ne? Weil sie auch im Sommer nicht Verrückt. so am Grund stehen, ne? Nicht so tief. Die sind auch schon viel durch die Sprungschichtungen, ne? Also durch die Schichtungen im Wasser stehen die dann auch ein bisschen flacher. Auch im Freiwasser teilweise, auch nicht so dicht an den Kanten dran. Und was wir auch gemerkt haben ist, wenn es heißt, der Luftdruck schwankt ohne Ende wegen Gewitterstimmung, dann sind die am Tag manchmal wirklich zickig, wo sie sowieso passiv sind und nicht so richtig fressen, Genau. reagieren sie dann gar nicht mehr auf die Gummiköder. Aber egal, was der Luftdruck macht, nachts sind die immer am Remi-Demi machen. Ja, genau. So ist es. Nicht einmal eine Phase gehabt, wo man sagen könnte, wow, Luftdruck macht hier ganz schön hin und her. Nachts ist das egalisiert. Ja, ist egal. Luftdruck egal, Wasserstandsschwankungen genauso. Wenn sie tagsüber dann nicht beißen wollen, auch nachts über völlig egal. Die fressen dann. Zander ist halt nachtaktiv, Das ist ne? ein nachtaktiver Fisch, Ja, genau. genau. So, und wenn Und der. wir passen sie halt ab in dieser aktiven Phase, ne? Richtig, und wenn sie halt tagsüber in ihrer passiven Phase beißen sie nur, wenn sie gut drauf sind. Und wenn man ein bisschen mit Gefühl rangeht, ne? Und nachts muss man auch mit Gefühl angeln, klar, aber die sind, egal wie das Wetter ist oder Wasserstand, machen die Party am Ufer und wir mit. Die kommen heute Genau. dicht ans Ufer, um Ärger zu machen und den bekommen sie hoffentlich von uns. Kurz zum Gerät, zum Wobblerfischen auf Zander. Ich habe eine Rute, die eine relativ moderate Aktion hat. Also sprich, die Aktion geht durch den kompletten Blank. Ist etwas weicher, nicht wie beim Gummifischangeln, so eine harte Spitze, harte Rute, sondern im Gegenteil eher was Weiches. Hat den Vorteil, wenn der Zander den Köder nimmt, dass er schön reinlaufen kann, weil er ja auf Zug einsteigt. Und da kann ihn einfach besser nehmen und sitzt dann auch dementsprechend besser. Eine Rolle ist eine 2.500er einfach. Wichtig dabei beim Wobblerfischen ist aber eine kleine Übersetzung. Am besten sowas 5,0 zu 1, 5,2 zu 1. Eine schöne langsame Rolle sozusagen, weil wir ja auch ganz langsam kurbeln. Und das geht einfach am besten mit einer kleinen Übersetzung. 12er Schnur drauf. Fluorcarbon wie beim Gummifischangeln zwischen 35 und 40 mm. Einhänger und den Wobbler dran. Fertig. Brauchen auch keine Gewaltwürfe machen. Da reichen einfach Pendelwürfe, weil wir ja auch ziemlich ufernah fischen. Und Gewaltwürfe sind da in der Nacht nicht angebracht. Der Zander mag eine ganz monotone Einholgeschwindigkeit.
Also er mag es ohne Spin-Stops, ohne Twitches, diesen fair am Platz. Am besten funktioniert einfach nur monoton einleiern. Und das möglichst langsam, so dass der Wobbler gerade noch läuft. Das ist dem Zander am liebsten. Fisch on. Direkt vom Ufer. Beim Landen aufpassen, sind drei Drillinge dran und ab. Jetzt habe ich gequatscht. Weiter geht's. Fisch! Ach. Was ist denn da los? Drüben sind sie am Start, ne? Ja, die sind da. Ist gerade einen gehabt, ne? Ja, wir dürfen auch nicht hinleuchten, das ist das Problem. Also, das ist gerade echt tricky. Hier auf dieser kleinen Spitze hinten. Gar nicht lange gedauert, ne? Nee. Zweiter, dritter Wurf oder sowas, Alter. Mhm. Sind auch schön getoppt. Also gepockt, ne? Wobblerbisse sind Pox und keine Tox. Fisch. Fisch an. Geht aber gut ab. Geht gut ab, trotz Lampe, Alter. Aufpassen wegen dem Landen. Drei Drillinge, das ist nicht easy. Ah, ich hab'n. Alter. Petri, Alter. Geil. Also, eine Fliege verschluckt. Petri. Das ist ein guter Einstand in die Nachtschicht. Mega, ne? Wie schnell das ging. Das ist krass. So läuft's. Und das sind keine Tox, sondern Pox. Das taufen wir jetzt so. Wenn einer schreibt, ich habe einen Pock gehabt, ist das der Wobblergebiss gemeint. Also die drinnen hier sind wirklich mega scharf. Da muss man echt aufpassen, ne? Darf man keinen Mist machen. Der spritzig, hast du das gesehen? Hammer. Der hat das Wasser gemerkt und dann Abi. Ja, geil. Geil. Nachts sind die richtig aktiv, ne? Die sind so. Wenn du mit dem T-Shirt nachts im Boot stehen kannst, dann sind die. Da macht's Spaß, ne? Und da geht's auch richtig ab, ja. Dann sind im Stauseen die Wobbelnächte am Start. Der läuft eben auf einer ganz minimalen Laufamplitude. Gar nicht viel, ne? Und da stehen die total drauf. Alter Schwede. Vorm laufenden Motor. Der ankert ja hier der Motor. Der hat ihn jetzt beim Rausheben genommen. Guck dir das an. Da ist er. Geil. Der ist groß. Schöner. Dann nehme ich einen Kescher, weil die drei Drillinge hier, das ist ein bisschen zu gefährlich. Ich versuche ihn jetzt so zu landen, dass ich ihn trotzdem nehmen kann, ohne dass er dann sich verhängt in den Kescher nach. Ausflitzen muss es nicht gut für den Fisch. Petri. Der Guide. Geiler Fisch. Geil. Ey. Da kriegen wir noch 10 Stück zusammen heute. Ja, ich übertreibe, ich bin schon zufrieden, oder? Mega. Neben dem laufenden Bugenmotor, der hier ankert. Ja, das siehst du mal. Ist er nachgelaufen und das interessiert den nicht? Im Licht sogar noch, ne? Vorhin da zumindest. Krass. Ich wechsle mal auf das Gürkchen. Mal sehen. Er hat so einen schönen UV-Streifen in der Mitte. Mal gucken, ob sie den wollen. Ja, ist ein schöner. Richtig geiler Fisch. Noch vor dem Boot eingestiegen. So richtig hart. Jetzt haben wir hier Fitz. Ja. Ist gleich durch meine Schnur durchgestartet. Boah, geiles Ding. Geiler Fisch. Du
ist Sebastian Sobler mit hier am Start. Ja, also seine Schläge, ne? Das ist gefährlich. Das ist jetzt gefährlich, ja. Wie der mit seinen Flossen hier klatscht. Da klatscht in die Hände. Da klatscht Beifall, Philipp. Du bist ein geiler hier, Typ bist. Da Flosse hier. Das hört man richtig. Klatscht Beifall. Und gleich mal abgehakt. Richtig schöner Zander. Wieder richtig reingehauen vor dem Boot. Jetzt ging die Kopflampe an. Geiles Ding, Alter. Geiler ja, Fisch. Der ist gut. Boah, explosiv nur einmal die Fische nachts. Das ist so krass. Also nachts einen Zander fangen, das ist wie Hechtangeln am Tag. Das ist total krass. Oh, was für ein geiler Fisch. Geiler Typ, ne? Geil. Oh, das hat mich schon geklatscht. Genau wie die Flossen. Genau wie die Flossen. Aber was für eine Havarie da nachts passiert, ne? Ja, also nachts muss man echt gut organisiert sein. Wir kurbeln beide so in die gleiche Richtung, ne? Und bei dir steigt er ein, macht einmal die Runde und nimmt meine Schnur mit. Ja. Und ey, du das nachts wieder ausgefummelt hast und ey, ich hab einfach abgeschnitten, erstmal neu montieren. Hm. Erstmal neu montieren, genau. Ja. Aber geil. Läuft. Alter, da macht der Druck, ey. Das war ein richtiger Pock, ey. Boah, das ist ein guter Fisch, ey. Ja. Guck mal an, Alter, was der macht. Vielleicht hängt er aber auch ein bisschen schräg oder komisch. Oh ja. Oh, das ist ein schöner. Aber er hängt ja, aber ja, da hängt ein bisschen im. Der hat ein bisschen verfehlt, das hat noch eingesackt. Aber schöner Fisch. Muss ich gucken, ob ich ihn greifen kann, um mich zu verletzen. Oh, ist das krass. Ja, der war ein bisschen hinterher. Der hat ein bisschen. Aber es war ein Biss, ein geiler Biss. Richtig festnehmen, weil das schlägt dann. Einmal den Finger krumm machen hier, dann habe ich ihn. Yes! Oh, ist das geil! Ist das ein geiler Fisch? Geiler Fisch. Ein Prätator ist das. Ja. Geil! Was ein Brett! Fein. Prätator fischen. Cool. Geiler Fisch. Petri Mahner. Danke! Aber da hängt ein bisschen ein Kunststück. Das passiert. Aber das ist ja nichts, der ist ja nicht verletzt oder so in dem Sinne, ne? Der hat so einen Kratzer gekriegt. Also mit der kleinen Rolle hier, der Tausender, merke ich ihn grad so laufen. Mit der weicheren Rute, mit der kurzen. Aber das ist halt fies, im Dunkeln siehst du halt nichts. Und dann. Lieber das Vorfach ein bisschen länger machen, so einen Meter lang oder 1,20 Meter Flugharmon. Und dann merke ich, wenn der Verbindungsknoten an der Rutenspitze kommt. Das ist so ein ganz kleines, jetzt sehe ich es ja, weil es angeleuchtet wird, aber wenn ich nichts sehe, jetzt kommt der Knoten und jetzt kommt der Wobbler. Und dann habe ich den eigentlich wieder auswurfbereit. Total cool. Also das ist ein geiler Trick nachts, wenn du nichts siehst. Du spürst den Wobbler, du hast ja die Rutenspitze oder Wasseroberfläche und du spürst den Verbindungsknoten kommen. So, klick. Und dann brauchst du bloß anheben und bist wieder wurfbereit. Aber ich würde nicht zu so schnell anheben, weil wenn der Philips-Zander vorhin, da kam der Knoten schon. Klick. Und da wollte rausheben und bumm. Als wenn der aufsteigt, der Wobbler, die dann noch nachgehen, weil die dem folgen eine Weile oder was. Und dann, wenn er steigt, dann bewegt er endlich mal seinen Hintern, der Zander. Genau. Thank you.
richtig geiler Fisch. Auf Nachtschatten gewechselt. So ein schöner Zander drauf eingestiegen. Die kommen so hart, die Bisse. Geil. Und der nächste ist drauf auf der Kante. Oh, schön. Oh, Alter. Na, richtig sauer. Quer genommen. Quer genommen, das Ding. Geil. Guck, hat den richtig quer drin. Wahnsinn. Geiles Ding, ja? Ja. Und jetzt auch richtig schön im vorderen Drittel aufs Korn genommen, ne? Da hängt schön, ne? Das ist richtig geil. Bilderbuchmäßig hängt da. Ja. Wo die am Tag sind, wa? Hm. Vor allem in der Größe. Ja. Am Tag suchst du wie bekloppt. Ja, im Sommer auf jeden Fall. Geil. Das ist krass. Richtig geil. Die Bisse kommen so knallhart und meistens vorm Boot direkt. Das ist echt Drills an kurzer Leine. Muss die Bremse schon ein bisschen eingestellt sein, sonst kann das nach hinten losgehen. So spritzig, wie die nachts drauf sind. Der Nachtschatten, der hat jetzt innerhalb kurzer Zeit 2 Stück gebracht. Funktioniert ganz gut. Genau, wo der Felsen ist, ne? Das ist so krass. Die abgehen, die kommen ruhig an und dann, wenn du die anleuchtest. Wie nehme ich denn dich jetzt? Ja. Yippie! So geil. Geil. Oh, die kleinen Fische am Rand. Wie die spritzen. Oh, schön. Ist er. Jo. Fein. Cool. Also auf den Nachtschatten stehen sie, ja? Ja, den mögen sie. Total, du hast gewechselt und seitdem geht's richtig ab. Pass auf die dritten Augen. Naja, ich hab schon Angst. Ja, geh in Deckung. Schöner Einschlag war das. Das ist schon Wahnsinn. Wie die hinten wegknallen nachts. So brutal. So ein durchgeladen Köder, ne? Richtig geile Lippen. Petri Meier. Petri, Dank. Das ist eine verrückte Nacht. Alter, wir sind zweistellig. Zweistellig, ne? Jeder 5. Okay. Gut ausgeglichen. Da merkt man erstmal, was überhaupt an Fisch da ist, ne? Das ist brutal. Das ganze Ufer ist voll mit Zander. Das ist verrückt. Alles zu spät. Guck mal, T-Shirt. Nachts. Oben. Jetzt haben wir es 1:30, ne? Macht auch mega Spaß bei den Temperaturen. Ne? Ja, das ist so eine geile Angelei. Wenn du am Tag hier ächzt vor der Hitze und denkst so, boah, du hast eine richtig schöne, ausgeballerte rote Birne. Ne? Und du kannst am Tag echt am Strand liegen, irgendwas machen, baden gehen und dann abends gehst du aufs Boot. Genau. Und fischst. Gehst schön fischen. Das ist ein schöner Zeitvertreib im Sommer. Ganz flach unter der Oberfläche. Ne? Es ist ja krass, was dann überhaupt überall los ist. Ne? Die sind dann nachts am Fressen, am Ziehen, ne? Hauen sich die Fenster voll. Und am Tag denken die sich so, lass mich in Ruhe. Im Sommer in vielen Seen gibt es da so ein Sommerloch, wenn Gummifische angeln. Mhm. Wo die Angler sagen, im Herbst, da beißen die Raubfische erst wieder. Nee, die fressen das ganze Jahr, vor allen Dingen jetzt im Warmwasser. Aber wann machen sie es?
in der Nacht. Wo machen sie es? Am flachen Ufer. Hm. Und wie fangen wir sie? Aktiv und flach. Wenn sie auch aktiv und flach sind, ne? Mhm. Den Fischen anpassen. Genau. Geile Sache. Und das einmal kapiert hat, dann bleibt man auch regelmäßig erfolgreich. Und dann angeln sogar die Zanderkantler mit weichen Ruten. Genau. Viel Spaß beim Nachmachen. Ja. Jo. Scheppern noch ein paar und dann. Genau. Probiert's mal aus. Viel Erfolg. Das ist echt mega spannende Angelei. Oh, der Einhänger. Schön ausgeballert. Ja, waren noch einige Zander dran hier. Mit dem Aussteiger und dem Philbis waren da 7 Zander drauf. Krass. So, kommt hier schön rein wieder. Und dann bis zur nächsten Nachtschicht. Was für ein geiler Fisch. Geil. Wir haben eigentlich schon abgepfiffen. Nummer 11. Mega. Das macht Laune. Da kann man einfach nicht aufhören. Nee. Ich hab schon weggepackt. So komm. Wir haben. Knaller. Ah, hier schön vorne, ne? Genommen. Kopfdrilling sitzt. Ja. Wie gezielt die attackieren, ne? Trotz, dass der auf Zug läuft, der Köder. Mhm. Gut, aber jetzt ist Schluss. Aber jetzt wirklich. Für heute, ne? Jetzt abschalten. Abschalten.